wollen, dann ist es vielleicht Zeit, jetzt schon zu üben, denn richtig essen will gelernt sein. Das Fasten bei Diäten, das ist in vielen Fällen nämlich nicht das, was es wirklich bringt. Der Innsbrucker Arzt Edgar Raschenberger hat in seinem Buch Diät macht dick beschrieben, wie man gesund schlank wird und es danach bleibt. Seit Jahrzehnten hungern sich Menschen durch die verschiedensten Diäten. Bringen tue das wenig, davon ist Dr. Edgar Raschenberger überzeugt. Die Zahlen der Bekleidungshersteller zeigten, der Trend gehe zu immer größeren Konfektionsnummern. Diät macht dick, so auch der Titel von Raschenbergers neuem Ratgeber. Diät kommt aus dem Griechischen und heißt Lebensweise. Und Lebensweise heißt nicht nur Ernährung, heißt eben seinen Alltag anders zu gestalten. Das heißt, von 0 Uhr bis 24 Uhr sein Leben so zu gestalten, dass auch die Ernährung dementsprechend erfolgreich ist. Und wir sind einfach weitergegangen und haben gesehen, es muss irgendetwas in die Richtung passieren und es kann nur etwas passieren, wenn wir ganzheitlicher denken. Der gelernte Gefäßchirurg aus Innsbruck setzt auf ein Gesamtkonzept aus 5 Säulen. Ernährung, Bewegung, Entspannung, Umfeld und mentale Hygiene. Richtiges Essen sei nur ein Teil des Ganzen. Dieses Bewusstsein bringt Raschenberger auch den Kunden in seiner Innsbrucker Praxis näher. Natürlich weiß man, was richtig ist, aber die Zusammensetzung weiß man nicht. Also mit dem Essen habe ich mich vorher auch beschäftigt, aber natürlich bin ich kein Experte auf diesem Gebiet gewesen, aber mittlerweile kenne ich mich sehr gut aus, weil ich mich sehr intensiv damit beschäftigt habe. Und jetzt weiß ich einfach, worauf man wirklich schauen muss. Raschenbergers erstes Buch 2001 wurde übrigens ein Bestseller. Die Erfahrungen der letzten Jahre fließen jetzt in die neue Version mit ein. Und jetzt ist er bei mir, Dr. Edgar Raschenberger. Schönen guten Abend. Mhm. Herr Dr. Raschenberger, 8 Jahre nach Ihrem ersten Buch, wo sind Sie denn da jetzt klüger geworden? Ja, wir haben 8 Jahre Erfahrung gemacht und haben in diesen 8 Jahren doch bemerkt, dass viele Misserfolge nach wie vor da sind. Wir haben gesehen, die Menschen werden immer noch dicker und wir haben natürlich auch in unserer Ernährungspraxis erlebt, dass nur Teilzeiterfolge da sind. Und wir haben uns dann gefragt, was ist der wahre Hintergrund, und sind dann draufgekommen, eigentlich sind es sehr viele Umstände des Lebens. Es ist die Situation, wie geht es in der Familie zu, wie am Arbeitsplatz, was für Probleme haben die Menschen zu bewältigen. Und da sind wir draufgekommen, dass man offensichtlich in diesem Bereich wesentlich intensiver ansetzen muss. Schlank werden, schreiben Sie in dem Buch, das ist ja nicht so schwierig in vielen Fällen, aber schlank bleiben, das ist die eigentliche Herausforderung. Woran liegt das? Richtig, wir haben damals für uns die Entscheidung getroffen, wir müssen den Menschen eine Idee, also ein Ernährungslernprogramm vermitteln, mit dem sie den Rest ihres Lebens agieren, mit dem sie den Rest ihres Lebens sich vorwärts bewegen und von dem sie sich nicht mehr verabschieden. Und das heißt, man muss wirklich umdenken und dabei bleiben, sozusagen diese Ausdauer, die macht's. Das braucht allerdings, nehme ich an, viel Motivation. Wie bringen Sie denn jetzt Leute dazu, dass sie sagen, so, jetzt ändere ich was? Es geht um die Ursachenfindung. Und wenn der Teilnehmer, der in unserer Praxis sitzt, der versteht, welche Ursachen für ihn das Problem bereiten, dann ist er auch bereit, diese Ursachen anzugehen und die Probleme aus der Welt zu schaffen. Aber das, stell dir mal vor, das ist ja nicht so einfach, wenn jemand sagt beim Rauchen, ich will jetzt aufhören und das mache ich jetzt einmal 3 Wochen, dann gelingt es, aber dann geht es sozusagen darum, dass das ganze Leben funktioniert. Wo sind die Mechanismen, wo Sie ansetzen können, wo Sie die Leute dazu bringen, dass sie wirklich dranbleiben? Ja, Sie haben richtig gesagt, Motivation. Motivation heißt für uns, dass wir logischerweise selbst sehr überzeugt davon sind, welchen Weg man beschreiten muss. Und wir haben also auch versucht, dass in diesem Buch diese Motivation hinüberbringt, dass es einfach gestaltet ist, dass man die Grundideen, die dahinter stecken, die oft wissenschaftlich schwer nachvollziehbar sind, in einfache Worte fasst und den Menschen mit